zur Interview-Episode 2. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, Frage Nummer 1. Wie ist dein Name? Ich heiße Lena. Frage Nummer 2. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Bald. Frage Nummer 3. Was machst du im Moment beruflich? Nicht so viel. Also ich habe gerade die Schule leider abgebrochen und wiederhole entweder oder fange eine Ausbildung an. Okay, Ausbildung als was? Entweder Notfallsanitäter oder Krankenpfleger. Okay. Frage Nummer 4. Was war deine letzte richtig große Reise? Also schon länger als eine Woche so. Ich glaube, vor 2 Jahren nach Gran Canaria mit meiner Familie. Mit wie lang? 2 Wochen. 2 Wochen, okay. Frage Nummer 5. Was gibst du an einem Partyabend aus? Höchstens 20 Euro. Allerhöchstens? Ja. Also ich habe halt echt wenig Geld, deswegen muss ich damit klarkommen, aber es reicht mir auch. Okay. Frage Nummer 6. Hast du Geschwister? Wenn ja, wie viele? Ja, ich habe eine kleine Schwester, die ist 13. Frage Nummer 7. Wohnst du schon alleine? Ich pendle immer zwischen meinen Eltern hin und her. Die Baustelle ist so laut. Okay. Frage Nummer 8. Ist dir Geld wichtig? Naja, also ich hätte schon gerne mehr Geld so, aber ich komme auch jetzt damit klar, wie es ist. Also, nö, eigentlich nicht so. Wirklich. Ist dir nicht so wichtig? Ich brauche nicht viel neues Zeug, ich komme meistens mit dem klar, was ich habe. Okay. Frage Nummer 9. Hast du einen Traumberuf? Ja, eigentlich will ich Ärztin werden, also Chirurgin. Ja, in der Kardiologie, aber mal gucken. Ich arbeite drauf hin. Okay. Frage Nummer 10. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Wenn ja, wie lange? Nö. Frage Nummer 11. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Also, ich denke mal, na, eigentlich würde ich gerne nach Frankreich ziehen, aber ich denke mal, dass ich rumreisen werde oder halt in der Ausbildung stecke und dann in der WG wohne oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Okay, aber du siehst dich jetzt in 5 Jahren noch nicht unbedingt fest in so einem Chirurgenberuf? Nee, das dauert noch länger. Das kann man stimmt, nicht das ist auch, dauert auch voll ja. Ewig, ne? Okay. Frage Nummer 12. Was ist dein Lebenstraum? Oder hast du überhaupt einen richtigen Traum? Na, ich würde halt gern sehr, sehr viel von der Welt sehen. Und ich denke auch nicht, dass ich in Deutschland bleiben werde die ganze Zeit. Also ich will auf jeden Fall rumziehen, mehr habe ich nicht. Okay, so viel wie möglich sehen, ja, genau. Und so viel wie möglich erleben. Ja, ich will halt nicht so ein geplantes Leben haben, sondern so einen Tag hier leben. Ja. Frage Nummer 13. Was ist dein Lieblingsbier? Ja, ich kann mir halt nur Sterni leisten, deswegen ist es auch mein Lieblingsbier, weil ich mich so dran gewöhnt habe, aber ich bin nicht stolz drauf. Schmeckt halt jedes Mal anders, ne? Ja. Okay, Frage Nummer 14. Hast du ein bestimmtes Hobby? Ja, ich spiele Ultimate Frisbee. Also ich bin seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, in 4 Jahren spiele ich Ultimate Frisbee, aber im Moment habe ich so eine Downphase, so eine kleine. Aber das kommt wieder. Das kommt wieder? Das kommt wieder. Okay. Okay, die letzte Frage. Ja. Wie sieht ein Tag in deiner normalen Woche aus? So, sagen wir so ein Montag oder so. Ein Montag? Ja. Och Gott. Naja, also ich wach auf, dann rauche ich einen, dann esse ich was. Dann gehe ich meistens zum Helmi-Tischtennis spielen und abends mit ein paar Freunden chillen halt. Okay. Ja. Alles klar, dann danke fürs Interview. Kein Problem. Das war Episode 2 mit Lena und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Das war's.
Ey, Luca, wenn ich da jetzt so scheiße draus aussehe, dann müssen wir es normal drehen.